Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir. Ich verteile heute Liebe und schicke ein Lächeln raus in die Welt. Einfach mal gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und vor allen Dingen, dass du diesen Podcast gefunden hast. Vielleicht bist du schon eine ganze Weile dabei, vielleicht bist du ganz neu. Dann hör doch auch nochmal in die erste Podcast-Folge hinein. Da erkläre ich, wie der Podcast aufgebaut ist, wer ich überhaupt bin und was dich hier erwartet. Mein Name ist Simone Kriebs. Ich bin Heilpraktikerin für den Bereich Psychotherapie, Hypnosetherapeutin, NLP. Also in Techniken ausgebildet von NLP, von gewaltfreier Kommunikation, von systemischer Familientherapie, alles Mögliche. Und all das habe ich gemacht irgendwann mal in meinem Leben, um Lösungen zu finden für mich und meine Themen, aber auch zugleich natürlich, um Menschen zu unterstützen, in ihre Kraft zu kommen, in ihre Heilung zu kommen. Und ich werde hier immer wieder erzählen von Dinge, die mir geholfen haben, mehr und mehr in die Heilung zu kommen. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, der Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen, wie wahrscheinlich auch bei dir nicht, denn es ist wirklich ein Prozess und ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe. Wenn dir der Podcast gefällt und du mir einen Gefallen tun möchtest, bitte, bitte schreib mir eine Bewertung bei iTunes. Sowohl die Sterne, die 5 Sterne sind super, wie aber auch ein kurzes schriftliches Feedback, was du so besonders findest, was du mitnimmst aus diesem Podcast, damit auch andere inspiriert sind, hier einmal reinzuhören. Das wird mich sehr freuen, denn meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich in ihre Selbstliebe zu bringen, ja, sie fühlen zu lassen, dass sie genug sind, so wie sie sind, mit den Ideen und Anregungen, die ich habe und dass wir darüber in den Austausch gehen und uns vernetzen und eine Community haben, eine einfach mal gut zu mir Community. Und dafür kannst du mir gerne auf Instagram folgen und dort auch mit mir in Kontakt treten. Da würde ich mich super freuen. Heute geht es um die Quick-Tipps zum Thema Perfektionismus. Einmal im Monat gibt es ja immer die Quick-Tipp-Folge. Und zum Thema Perfektionismus und auch dieses Bild mit der goldenen Ritterrüstung, was ich da im ersten Teil dieses Monatsthemas gebracht habe, gab es extrem viele Rückmeldungen. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist einfach so, weil in unserer Gesellschaft seit einigen Jahren schon ein extrem hoher Leistungsgedanke herrscht, ein Selbstoptimierungswahn herrscht, würde ich sogar fast sagen. In meinem ersten Buch, Die entspannte Familie, wie man aus einer Mücke keinen Elefanten macht, geht es ja genau um diesen Gedanken innerhalb der Familie. Wie schaffe ich es da mal, den Perfektionismus rauszunehmen als Mama und Papa und mal wieder in die Beziehungskultur mehr einzusteigen. Und Beziehungskultur heißt jetzt, nicht alles perfekt zu machen, sondern echt zu sein, vollständig zu sein, ganz zu sein, anzuerkennen, dass wir als Mama und Papa halt auch Themen haben, Gefühle haben, Bedürfnisse haben, dass wir Grenzen haben. Und ja, hör einfach dann in den Mückenelefant nochmal rein, in meinen alten Podcast. Wenn du Mama oder Papa bist, da wirst du bestimmt auch ganz, ganz viele Anregungen finden. Ja, warum der Perfektionismus so verbreitet ist, glaube ich, ist auch eine große Angst. Das wurde mir auch jetzt nochmal mehrfach zurückgemeldet und vor allen Dingen die Angst vor Ablehnung. Habe ich immer wieder von euch gehört und dazu wollte ich euch nochmal sagen, macht ihr bewusst, dass die Angst vor der Ablehnung eigentlich nichts anderes sagt, als dass du dich selbst auch ablehnst. Ja? Und bei allen anderen, ich sag mal, du kannst das leckerste Sahnetörtchen sein auf dieser Welt, ja, mit Kirsche oben drauf und Schokostreuseln, perfekt dekoriert und trotzdem gibt es Menschen, die Sahnetörtchen nicht mögen, ja, und du kannst nicht allen gefallen, du kannst nicht allen gerecht werden, aber in dem Moment, wenn du merkst, ich habe Angst davor, nicht angenommen zu werden, ich habe Angst davor, abgelehnt zu werden, ist irgendwo in dir noch ein kleiner Teil, vielleicht auch ein größerer Teil, der sich selber nicht annimmt.
ein Teil, den du nicht liebevoll behandelst in dir. Und das ist doch so ein Riesengeschenk, sich daran zu erinnern, zu sagen, hey, da kann ich für mich mal hinschauen, welche Anteile in mir fallen mir schwer anzunehmen. Jetzt, wo ich doch erwachsen bin. Als Kinder waren wir halt abhängig von unseren Eltern und wir waren abhängig davon, angenommen zu werden. Und ich habe das ja auch bestimmt schon mal geteilt, dass das so mein Glaubenssatz war, ich gehöre nicht dazu, ich werde abgelehnt. Und jetzt, als ich im Sommerurlaub war dieses Jahr mit meinem neuen Lebensgefährten und seinen drei Kindern, war es so, dass diese drei Kinder mir absolut immer wieder sehr stark signalisiert haben, du gehörst nicht dazu und wir lehnen dich ab über ihr Verhalten. Sie haben das nicht gesagt. Es ging auch gar nicht um mich als Person, sie kennen mich ja kaum, ne? Es ging um die Rolle, die ich da eingenommen habe, gerade in diesem System als neue Lebensgefährtin. Und ich habe das auf der einen Seite super gut verstanden und habe auch gedacht, boah, irgendwie tun mir die Kinder auch leid. Ich will denen ja auch gar nichts Blödes. Und ja, ich habe ja selber auch zwei Kinder und ich bin selber ein Scheidungskind und ich weiß, wie schwer das sein kann. Und ja, und auf der anderen Seite ist es aber trotzdem, dass emotional bei mir was passiert ist, dass ich wirklich mehrere Wochen immer wieder so ein unangenehmes, ja, so ein Druckgefühl im Magen hatte, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt gerade nicht. Und ich habe so eine Strategie, mir mal irgendwann wahrscheinlich als Kind angewöhnt, um etwas nicht zu fühlen, esse ich dann halt mehr. Kennst du vielleicht auch. Sieht man mir jetzt vielleicht nicht so direkt an, weil ich dann auch immer wieder in die Auflösung gehe. Aber ich fange dann an zu essen, dann merke ich halt den Druck über das Essen im Magen und merke den Schmerz darunter nicht. Und als mir das jetzt aufgefallen ist, dass ich das mache, also ich weiß nicht, kennst du das, dass man das erstmal eine ganze Weile ignoriert und gar nicht so wahrhaben will? Aber als mir das jetzt aufgefallen ist, dass ich das spüre, dass ich das mache, ne? Dass ich esse, obwohl ich gar keinen Hunger habe, dass ich noch mehr esse, obwohl ich noch weniger Hunger habe und so einen Druck wirklich im oberen Magenbereich gespürt habe, habe ich mich gefragt, wo kommt das denn her? Und habe dann so die Techniken, die ich mit dir teile oder die ich auch mit meinen Klienten hier in der Praxis anwende, die nutze ich dann halt auch für mich und habe mich hingesetzt, habe meine Augen geschlossen, bin bei mir angekommen und bin dann diesen Pfad zurückgegangen, wann dieser Bauchdruck anfing. Und dann war der Trigger wirklich da auf diesem Zeltplatz, diese Situation, wo ich mich so abgelehnt gefühlt habe, wo ich auch einen Abend ganz, ganz schlimm geweint habe, als die Kinder schon im Bett waren. Das wollte ich denen jetzt nicht zumuten, aber wirklich, wo, weil es mich einfach so an eine alte Verletzung erinnert hat. Wo ich aber auch dachte, Mensch, das ist jetzt so ein Geschenk, dahin zu gucken, wo ich dann weitergehen konnte, wo kommt es denn her? Und was ich da als Quick-Tipps für mich genutzt habe, was mir da geholfen hat, genau das möchte ich jetzt mit dir gerne teilen. Denn manchmal muss es gar nicht immer die ganz große Heilung sein. Das ist so, manchmal ist es so, dass einfach noch mal so ein altes Muster sich meldet, sagt, hey, ich bin noch da, hast du mich immer noch lieb, nimmst du mich immer noch an, fühlst du mich immer noch, bist du bereit, mich zu fühlen? Und ich glaube, das ist auch das, was ich meine mit Ganzsein. Es geht gar nicht darum, dass immer alles weg ist, sondern zu wissen, ah, okay, das ist jetzt gerade da, das ist eine Verletzung, die ich erlebt habe, die ist wertvoll, sie ist es würdig, sage ich mal. Ich bin es würdig, diese Verletzung anzuerkennen, diese Verletzung auch anzunehmen und mir selber Mitgefühl zu schenken für diese Verletzung. Denn genau das ist es ja, was ich damals nicht gemacht habe, mir selbst Mitgefühl zu schenken, sondern immer diesen Anspruch an mich hatte. Und da kommen wir jetzt auch zu diesem Perfektionismus. Ich muss das halt schon hinkriegen und das ist halt so und ich komme damit super klar und das ist gar kein Problem. Also bei mir ist der Perfektionismus sehr, sehr stark auf dieses emotionale Gleichgewicht ausgerichtet, was ich haben möchte, ja. Und dass es halt auch so ein Learning für mich war, dass es nicht darum geht, in so eine emotionale Neutralität zu kommen, sondern dass genau diese Schwingungsfähigkeit hoch und runter meine Lebensqualität ist, mein Ganzsein ist und dass das ist, das Perfekte ist. Ich meine, wofür
sind wir auf dieser Welt? Jetzt mal ganz ehrlich, wir kriegen irgendwann dieses Leben geschenkt. Keine Ahnung, wie das alles funktioniert und wo wir herkommen. Da kann ja jeder auch was anderes sich vorstellen und denken. Aber irgendwann machen wir die Augen auf in dieser wundervollen, schönen Welt. Und ich glaube, das ist wirklich ein Geschenk, dass wir leben, ist ein unendliches Geschenk, dass wir mit all unseren Sinnen alles erfahren dürfen, dass wir Gefühle erfahren dürfen, dass wir lachen dürfen, dass wir weinen dürfen, dass wir Schmerz erfahren, dass wir Euphorie und Begeisterung wahrnehmen können. Ich finde, das ist ein wahnsinniges Geschenk. Und irgendwann werden wir diese Erde so verlassen. Das heißt, wir werden die Augen schließen, wir werden sterben. Und ich frage mich immer wieder, und das ist auch das, was ich mit Klienten immer wieder mache, worauf kommt es denn dazwischen an? Kommt es darauf an, perfekte Excel-Listen zu erstellen und Tagesstrukturpläne zu machen? Ja, oder sich besonders anzustrengen? Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist absoluter Bullshit. Das hat man uns eingeredet, das haben wir uns abgeguckt, weil unsere Eltern so funktioniert haben. Aber das ist nicht das, wofür das Leben da ist. Denn guck dich mal um, was das Leben macht. Das Leben lebt, das Leben genießt den Moment, das Leben fließt, das Leben ist lebendig. Es ist keine Excel-Liste, es ist keine Punkteliste, das abgearbeitet wird. Und wir sind Leben, du bist Leben. Und worauf es ankommt, ist genau in diese Leichtigkeit wieder reinzugehen, in den Flow hineinzugehen, in den Fluss des Lebens, der durch dich fließt und der du selber gleichzeitig bist. Und sich das bewusst zu machen. Ich hatte jetzt die Woche noch ein Coaching mit einem sehr lieben Mann, der mir auch ein ganz, ganz tolles Feedback geschrieben hat. Und da war auch so eine Schulszene, wo er sich immer wieder daran erinnert hat, dass egal wie viel er sich angestrengt hat, egal wie viel er gemacht hat in der Schule, es hat nie gereicht für mehr. Es hat, ist gut durchgekommen, aber es war halt so Mittelmaß. Und egal wie viel er sich angestrengt hat. Ja, und es als Kind verstehst du nicht, dass Lehrer auch nur Menschen sind, dass die nicht objektiv Noten geben, sondern dass die auch ihre Bewertungsmuster im Kopf haben, ihre Bilder, ihre Vorstellungen, ihre Glaubenssätze und dass wir manchmal aus diesen Schubladen einfach nicht rauskommen, egal was wir machen. Und was machen wir dann als Kinder? Wir beziehen das auf uns, wir beziehen das nicht auf die Lehrer. Ja, in der Regel, ganz, ganz häufig. Und meinen dann, wir müssen uns das ganze Leben noch mehr anstrengen, damit es irgendwie funktioniert. Anstatt mal innezuhalten, anstatt sich Zeit zu nehmen, hinzuschauen und zu sagen, was für ein Bullshit, worum geht es hier im Leben? Im Leben geht es darum, zu leben. Und frag dich, wenn du in deinem Perfektionismus-Modus bist, wie viel Lebensfreude, wie viel Leben empfindest du denn in diesem Moment? Oh, jetzt ist hier gerade eine Baustelle. Ich mache mal ganz kurz die Tür zu. Ja, ich hoffe, ihr hört diese Baustelle jetzt nicht so laut. Direkt neben mir wird gerade was ausgegraben. vielleicht höre ich das auch nur. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Also mach dir einfach bewusst, wie lebendig bist du denn, wenn du in deinem Perfektionismus steckst? Ja, das ist ja auch manchmal so verrückt. Ich weiß nicht, ob du schon mal Mandalas gezeichnet hast oder oder ein schönes Bild oder ein Bild gemalt hast. Ja, und an einer Stelle ist so ein Ministrich oder ein Farbklecks, der dir nicht hundertprozentig gefällt. Ja, jetzt hast du ein wunderschönes Bild. Ja, das sieht unglaublich schön aus von den Farben, von den Formen, von dem, was es darstellt. Und du guckst die ganze Zeit nur auf diesen einen Punkt, der dir nicht gefällt. Ja, den ganzen Rest nimmst du nicht wahr. Und das ist ganz, ganz oft der Perfektionismus. Und nach wie vor glaube ich nicht, dass Perfektionismus etwas ist, was uns hilft und unterstützt. Und wenn du das Interview mit Annette gehört hast, wo sie dann sagte, ja, aber Struktur und das ist so wichtig und Perfektionismus und sonst, ja, was ist denn das Gegenteil? Wir denken, dass wir ohne den Perfektionismus das alles nicht hätten. Und ich glaube, das ist wirklich eine absolute Illusion. Eine Illusion von unserem Gehirn und wir reden uns das schön, weil es schmerzhaft war. Denn unser Gehirn meint immer, wenn wir etwas sehr Schweres, Schmerzhaftes erlebt haben, dann muss es irgendeinen Sinn gehabt haben. Ja? Es muss einen Sinn machen, dass wir uns jetzt immer so angestrengt haben. Es muss sinnvoll sein, dass wir unser ganzes Leben so viel Zeit da rein investiert haben. Da gibt es auch Studien zu. Eine Studie mal zu einem, man nannte es Debattierclub.
Ja, und man hat Menschen eingeladen, da reinzukommen, und die einen wurden einfach eingeladen, die durften dazukommen. Und die andere Gruppe musste sich bewerben. Man hat denen gesagt, es ist mega schwer, da reinzukommen. Und das ist so was Besonderes und Tolles. Und ob man da jetzt dazugehört, das wüsste man nicht. Und wenn du da reinkommst, dann hast du ein richtiges Glück. So. Und die haben aber extra diesen Debattierclub extrem langweilig gestaltet, ja. Und die Leute, die ja mit dieser Anstrengung da reingekommen sind, die sich irgendwie eingeredet haben, das ist wirklich was Besonderes, die waren total fasziniert und sagten, oh, das wäre so eine Bereicherung gewesen und ja, das zu erleben. Ja, und die man einfach reingelassen hat, die haben ganz schnell wahrgenommen, boah, es hat langweilig, nee, schönen Dank, da mache ich nicht mit. Und genau damit halten wir uns in dieser Perfektionismusfalle oder halt auch in der Schmerzfalle, in der Verletzung drin. Anstatt es heilen zu lassen, mach dir einfach bewusst, vielleicht hatte es gar keinen Sinn gemacht, diese Rüstung anzuziehen. Es war einfach die beste Lösung, die du hattest. Und nur weil du es so lange gemacht hast, weil du so lange an diesem Perfektionismus festgehalten hast und dir nicht eingestehen willst, dass es Blödsinn war, trägst du weiter diese Rüstung. Und warum ist es nicht möglich, einfach loszulassen, einfach zu sagen, okay, ich habe diese Rüstung getragen so viele Jahre und ich habe gedacht, sie hält mich sicher und ich bin besser dadurch. Aber ich habe erkannt, das war eine Illusion. Und was für ein Glück habe ich, die nächsten 30, 40 Jahre jetzt ohne diese Rüstung zu gehen, sie zur Seite zu legen und etwas für mich zu tun. Das Brummen hat aufgehört, habt ihr es auch gehört? Hier hat eben noch der ganze Boden gewackelt. Ich bin gespannt, wie die Aufnahme ist. Naja, so viel zum Thema Perfektionismus, ne? und ich möchte dir also Mut machen, anzuerkennen, dass auch wenn du so lange schon daran festgehalten hast, dass es okay ist, loszulassen. Und das ist mein Quick-Tipp Nummer 1. Schließe irgendwo, wenn du Zeit hast, deine Augen und stell dir vor, wie du wirklich Dinge loslässt. Stell dir vor, wie du einen Löffel zur Seite legst, wie du das Besteck weglegst, wie du deinen Schlüssel loslässt, weil du schon in der Tür drin bist und jetzt zu Hause bist und den Schlüssel jetzt weglegst, wie du dein Handy weglegst. Stell dir vor, wie du im Alltag immer wieder Dinge loslässt. Und das Loslassen, das absolut Normalste von der Welt ist, das tust du ständig. Dein Körper, dein Geist weiß, was es heißt, loszulassen. Jeden Tag auf der Toilette lassen wir los. Ja, wir lassen ständig irgendwie was los, ohne dass wir es so bewusst wahrnehmen. Ja, wir atmen ein und lassen den Atem los. Es ist gar nicht so schwer. Und setz dich hin und hol dir dieses Loslassen. Nimm wahr, wie du ständig loslässt. Und das kannst du dann machen, indem du dir die Bilder holst. Stell dir vor, wie du Dinge loslässt. Und dann konzentriere dich auf deinen Atem. Atme ein und wenn du ausatmest, lass los. Lass los. Und dann lad dich ein, dein Geist ein, auch alte Verletzungen loszulassen. Die Ritterrüstung loszulassen. Es ist okay, diese Rüstung abzulegen und loszulassen. Es ist okay, diese alte Überzeugung, den Glaubenssatz, ich brauche den Perfektionismus, ich bin der Perfektionismus. Stell dir das bildlich irgendwie vor und stell dir vor, wie du es loslässt. Und loslassen heißt nicht fallen lassen. Loslassen heißt zur Seite legen. Ja, behutsam von mir aus irgendwo hinstellen, wo es einen Platz hat, bis du es vielleicht mal wieder brauchst, aber mach dir bewusst, du brauchst es gerade nicht. Und trainiere so innerlich immer wieder dieses Loslassen. Und fühl mal da rein, wie es sich anfühlt, wenn du loslässt, an dem du sonst festgehalten hast. Und du kannst auch symbolisch die Hände dabei immer öffnen. Ja, schließen, dir einen neuen Gedanken, einen neuen Glaubenssatz suchen und dann die Hände öffnen und loslassen und wahrnehmen, wie er aus deinen Händen fließt, wie du ihn zur Seite legst, wie er wegschwebt, was auch immer passiert in deiner Vorstellung. Visualisiere das Loslassen.
Das ist so ein Quick-Tipp von mir, den ich halt auch gemacht habe. Zum Beispiel bei dem Gedanken, ich gehöre nicht dazu, die Hand zu öffnen, zu sagen, ich lasse den Gedanken los. Es ist okay, wenn er da ist, aber ich halte ihn nicht fest. Ich lasse ihn los. Und vielleicht merkst du, dass dann ein neuer Gedanke kommt, sowas wie, ich werde abgelehnt. Und fühl da rein, ich werde abgelehnt. Und dann öffne die Hände und sieh, wie du loslässt. Wie es da sein darf, aber wie du nicht daran festhältst. Und nimm wahr, was das verändert in dem Moment, wenn du loslässt. Und wie auf deine Art du loslässt. Da hat jeder so wirklich sein eigenes. Und bleib im Mitgefühl für dich, dass es irgendwann mal ja, wichtig war, vielleicht diese Vorsicht zu haben, aber dass es jetzt so okay ist, loszulassen. Ja, also viel Spaß bei der Übung loslassen. Quick-Tipp Nummer 2. Was würdest du deiner besten Freundin, deinem besten Freund, deinem Kind, ja, oder jemandem, du liebst, sagen, wenn er in der gleichen Situation wäre wie du? Und auch dafür, also ich liebe innere Arbeit, schließe ich meine Augen und stelle mir vor, entweder ich schaue von außen auf mich, ja, oder ich stelle mir vor, meine beste Freundin hätte genau das Thema und würde das mit genau das Gleiche sagen, was ich jetzt gerade innerlich denke und sage. Und ja, und ich würde zu meiner besten Freundin gehen und ihr dieses Mitgefühl schenken oder meinen Kindern. Also bei mir geht es super gut mit meinen Kindern, weil ich da so in der Annahme bin. Also ich liebe meine Kinder so, wie sie sind, egal was die machen würden. Ich würde immer zu meinen Kindern stehen, egal was passiert. Ich würde sie immer lieben. Also immer zu ihnen stehen heißt nicht, ich bin mit allem einverstanden. Ja, aber egal was sie machen würden, egal was passieren würde, ich würde sie niemals innerlich ablehnen. Niemals. Und dieses Selbstmitgefühl meinem in der Vorstellung dann meinem Kind zu geben und mich dann auszutauschen. Ja? Also du stellst dir das erst vor, ich hoffe, ich drücke mich jetzt hier klar aus, setz dich hin, schließ deine Augen, stellst dir vor, wie die Person, die dir so unendlich wichtig ist, genau das Thema hat, was du gerade hast und wie du ganz liebevoll und mitfühlend mit der Person da bist und sie in den Arm nimmst und ihr die Ängste nimmst und Vertrauen schenkst und Liebe schenkst, Annahme schenkst, genau das, was diese Person braucht. Und dann stellst du dir vor, dass du das mit dir selber machst. Das finde ich auch eine super, super schöne, weil wir tun das ständig bei anderen, ja. Wir können das bei anderen ganz häufig, häufig aber nicht bei uns selbst. Bei dem dritten Quick-Tipp würde ich ganz gerne dir nochmal sagen, achte auf deine Gedanken, wenn du anderen gegenüber trittst. Also wie oft erwischst du dich selbst, dass du andere kritisierst? Und wenn dir das auffällt, dass du das machst, ah, das ist nicht richtig, das ist nicht gut. Bei manche haben das sehr, sehr stark ausgeprägt. Wenn du immer so im Widerstand bist mit anderen, wenn die was gut machen, ne? Oder wenn sie es nicht perfekt machen, dann versuche mal, dich zu fragen, was stört dich genau? Ja, was ist das, was du kritisierst? Und dann, was hat das mit dir zu tun? Warum stört genau dich das? Was kannst du daraus lernen? Ja, was zum Beispiel erlaubt sich die Person, was du dir nicht erlaubst? Oder was davon ja, welchen Raum nimmt sie sich, den du dir nicht eingestehst zum Beispiel? Und dann, was ist daran positiv, wenn ich mir das auch mehr erlauben würde? Und so siehst du, kannst du das die anderen halt als Geschenk sehen. In dem Moment, wo du sagst, oh nee, ist alles so negativ, in dem Moment kannst du sie so als, Robert Betz sagt das immer so gerne, deine Arschengel sehen, ja, die etwas über dich preisgeben, wo du was über dich lernen kannst. Denn wenn du sie kritisierst, sagt das gar nicht über die anderen was aus. Da hatte ich letztens noch ein schönes Gespräch mit einer Freundin von mir, wo sie sagte, ja, sie hat Feedbacks bekommen von ihren Teilnehmern aus dem Seminar und die waren auch überwiegend positiv, aber dann waren ein Feedback, das war schlecht, ja, also richtig schlecht, also da wurde sehr viel rumkritisiert und das hätte sie so mitgenommen. Und ich glaube, dass wir halt auch an dieser Stelle immer gelernt haben, dass ein Feedback von einem anderen, also auch wenn ich über jemand anderen was denke, aber auch
wenn ich von jemand anderem ein Feedback bekomme, dass das was über mich aussagen würde. Ja, weil wir in der Schule ja auch Feedbacks bekommen. Wir bekamen von unseren Eltern ein Feedback, ob das richtig oder falsch ist. Und wir denken, weil wir es so gelernt haben, das sagt was über uns aus. Ja, aber im Grunde geht das Feedback nicht an uns, sondern an die Person selbst. Denn das, was sie zurückmeldet, sagt mehr über die Person aus, die es sagt, als über uns. Wie würdest du ein Feedback empfinden, wenn dir klar wäre, die Person redet gar nicht über dich, sondern sie redet aus ihrer Welt? In der gewaltfreien Kommunikation geht es ja dann um diese, ja, was ist mein Gefühl, mein Bedürfnis, was ist meine Wirklichkeit da drin? Und ich glaube, dass wir uns bewusst machen müssen, wenn ich was bei einem anderen kritisiere, dann hat es einfach was mit mir zu tun. Ja, was mit meiner Geschichte, was mit dem, was ich mir erlaube oder halt nicht erlaube, das, was ich für richtig oder falsch halte. Und genau so ist es mit Menschen, die über, ja, die mir ein Feedback geben. Ja, sie haben Antiprogramme gegen irgendwas, was ich tue, zum Beispiel. Und deswegen müssen sie es so bewerten. Aber es hat nichts mit dir und deinem Wert zu tun, ob du perfekt oder unperfekt bist. Und das finde ich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Quick-Tipp, dass du dir das bewusst machst, immer wieder in deinem Alltag, wenn du so einen Moment hast, wo du dich selber erwischst oder wo jemand anderes dich kritisiert. Es sagt immer was über die Person aus, die kritisiert. Klingt, ja, abgedroschen, ist aber echt extrem wahr und hilft mir immer wieder, mich in die Balance zu bringen. So, und jetzt würde ich dir gerne noch einen allerletzten Quick-Tipp mitgeben. Die Folge ist doch diesmal etwas länger geworden. Schreib dir auf, was du eigentlich von dir denken möchtest. Also, wo ist da der Mangel, wenn du im Perfektionismus bist? Zum Beispiel sowas wie, wahrscheinlich denkst du, ich bin nicht genug, ich darf keine Fehler machen und. Und dann schreibst du dir genau das Gegenteil auf. Nämlich die Sätze, die dir in dem Moment gut tun würden. Also, ich bin genug. Ich darf Fehler machen. Fehler zu machen bedeutet, Erfahrung zu sammeln. Ich bin einzigartig. Ich bin vollständig. Ich nehme mich an. Ich stehe zu mir. Ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Ich bin genug. Und ich bin vollständig. Ich bin perfekt. Ich trage alles in mir. Ich bin ausreichend. Ich bin liebevoll zu mir selbst. Ich verdiene, liebevoll mit mir umzugehen. Ich schenke mir selbst Mitgefühl. Ich erlaube mir, unperfekt perfekt zu sein. Ich bin genug. Ich darf Fehler machen. Fehler zu machen bedeutet, Erfahrung zu sammeln. Fehler zu machen heißt, laufen zu lernen. Im Leben weiter voranzukommen, sich zu entwickeln. Und ich bin einzigartig, so wie ich bin. Und genau deswegen bin ich perfekt. Genau deswegen bin ich vollständig. Und ich nehme mich an. Ich nehme mich an mit all meiner Größe und all meiner Schwäche. Mit meinem Schmerz und mit meiner Freude. Mit meiner Liebe und mit meiner Angst. Ich stehe zu mir und ich liebe mich. Ich bin mein größtes Geschenk für das Leben, denn ich bin das Leben. Das Leben lebt durch mich und fließt durch mich. Und ich darf in diesem Fluss baden. Ich bin genug. Ich bin wertvoll und wichtig. Ich bin vollständig mit allen Anteilen, nicht nur mit den positiven Anteilen, die alle sehen wollen. Und ich höre auf, mich zu beschneiden und ich nehme mich an, so wie ich bin,
denn ich bin einzigartig. Und solche oder andere Affirmationen sprich dir dann selber auf mit deiner Stimme zum Beispiel und hör sie dir immer wieder an. Immer wieder erinnere dich daran, dass du so wie du bist genug bist, weil überleg dir mal, wie oft du dir schon gesagt hast, dass du perfekt sein musst, dass das so nicht reicht, dass du nicht genug bist, ja, und versuche einen Gegenpol zu setzen. Ist auf jeden Fall ein super leicht umsetzbarer Quicktipp, finde ich, den du zu allen Themen auch machen kannst. So, ihr lieben Herzensmenschen, ich danke euch, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, in diese Podcast-Folge hineinzuhören. Und ich hoffe, dass sie euch genauso gut tut wie die anderen Folgen oder noch besser. Ich freue mich mega, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Vielleicht an Menschen, die ja, den gut gebrauchen könnten. Es ist schön, dass es dich gibt. Du bist gut, wie du bist. Du bist richtig, wie du bist. Du bist einzigartig. Und ich umarme dich von ganzem Herzen und schicke dir alles an Liebe, Kraft und gute Energie, was du für dich brauchen kannst. Du bist nicht allein, denk daran. Es ist schön, dass es dich gibt. Fühl dich umarmt. Tschüss, deine Simone. Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut.